Herzlich willkommen hier zu dem Kanal der 55 zu einem weiteren Modru. Und zwar schauen wir uns das A3D Snow Management an. Und zwar kam da ein Update raus, wo ja eigentlich zwei neue Schneekanonenpflanzen und Typen hinzugefügt worden sind. Wenn man so sagen, wir haben hier einmal die Peak jetzt auf einer, ja, auf so einem 5 Meter Turm. Also auf keinen so einen, was rauf und runter fahren kann. Und hier die Compact Power auf so einem Turm. Schauen wir uns gleich nochmal an und zuerst schauen wir uns die Modelle an. Dann haben wir hier das ist die TL6 in klein und groß, hier ist. Finde ich sehr schön modelliert hier. Geht auch hier runter. Die kleine finde ich sehr süß. Alles hier hinten modelliert auch. Schauen wir uns gleich an. Ja, so. Und dann glaube ich, gibt es noch einen Bug, wenn man hier auf Shop geht, in Beschneidung, und dann hier steht der Technobin T40. Ja, steht hier T40. Technobin. Ja, aber das. Eine T40 ist eigentlich keine Sufak, sondern eine Technobin, wie gesagt. Ich glaube, da stimmt was noch nicht. Ja. Auf jeden Fall gehen wir jetzt runter hier und schauen uns das gleich an. Wir können hier einmal die Stromversorgung deaktivieren, die ist jetzt hier in dem Fall schon aktiviert. Wir können Schneeerzeuge abdecken, ist jetzt so grün. Dann können wir die Schutzmatte abnehmen mit K, da ist es so ein Eisenturm einfach hier. Beleuchtung anschalten, Schwenkwiederholung mit Y machen und mit B kann man den starten. Ich starte es jetzt mal nicht und hier ist es genau kommen das gleiche, nur mit einem anderen Schneekanonenmodell. Hier, jetzt läuft ja die Pumpe drüber, aber egal. Hier kann man die Schutzmatte abnehmen bei den Schneelanzen und natürlich auch einschalten und nach oben und links-rechts schwenken. Das hier finde ich sehr schön modelliert. Wenn ich jetzt mal kurz die richtigen Tasten drücken würde. Auch hier der Hydraulikzylinder. Der schneidet ja sehr schön. Auf jeden Fall hier auch das gleiche kann man wieder mit ja, K die Schutzmatte abnehmen. Schauen wir uns kurz noch hier alles an so. Sehr schön, finde ich. Kann man halt sehr tief machen auch. Ja, und das war's eigentlich schon. Die anderen Schneekanonen habe ich in der Season 1 schon vorgestellt. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder bei einem weiteren Modul. Und ciao, Leute. Und bye.